In diesem kleinen Tutorial sehen wir uns die Inbetriebnahme von Wabi Profi 3 im Netzwerk nochmal an. Es ist zwar alles auch schon in Einzelschritten gegliedert, beziehungsweise ist schon vieles in der Hilfe dokumentiert, aber das visuelle Bild ist natürlich immer das einfachere Medium. Okay, Sie haben Wabi Profi 3 installiert. Und wir gehen jetzt davon aus, dass auf unserem Laufwerk Gustav hier dieses Wabi Profi 3 unser Serververzeichnis einfach ist. Nun sage ich Rechtsklick, wir müssen dieses Verzeichnis freigeben. Je nachdem, welches Betriebssystem Sie haben, Windows XP würde ich Ihnen an dieser Stelle nicht mehr anraten, können Sie einfach sagen, Sie wollen diesen Ordner freigeben. Wenn Sie Vista, Windows 7 oder Windows 8 haben, kann diese Freigabe dementsprechend etwas anders aussehen. Wir haben hier Windows 8. Die einfachste Variante, upsala, für die Freigabe ist dies, wenn Sie sagen bestimmte Personen. Hier können Sie sogenannte Personen hinzufügen. Und zwar, wenn Sie sagen, ich bin mir nicht ganz sicher und wie das jetzt genau funktioniert, empfehle ich Ihnen, jeden auszuwählen. Denen sagen, Sie wollen jeden haben. Und zwar, ich entferne mal diesen. Okay, dann sieht es also so aus. Dann können wir sagen, wir wollen jeden Benutzer hinzufügen. Und wir wollen diesen jeden nun eine Berechtigung geben, und zwar er darf lesen und schreiben. Für spezielle benutzerabhängige Freigaben fragen Sie bitte Ihren Systemadministrator oder wir können das natürlich auch gerne für Sie einrichten, natürlich in Form einer Servicepauschale. So, jetzt haben wir gesagt, jeder, der auf dieses Verzeichnis zugreifen will, also auf unser Wabi Profi 3 Verzeichnis, darf das. Und wir sagen Freigabe. Nun sagen wir, dass wir diese Einstellungen ändern wollen und Wabi Profi 3 ist nun freigegeben. Cool. Was ich jetzt tue, ist folgendes. Wir sind hier ja auf dem gleichen Rechner. Normalerweise würde ich jetzt auf einen anderen Rechner gehen und würde sagen, ich mappe dieses Verzeichnis. Soweit, so gut. Aber damit Sie das natürlich hier auf dem Bildschirm schön wiedersehen, gehen Sie auf Ihren Client-Rechner, also das heißt Laptop, was weiß ich, anderer PC, wie auch immer, öffnen dort den Arbeitsplatz oder Computer oder Windows 8 heißt dieser PC, also diesen gelben Ordner, den Sie unten in der Taskleiste haben, gehen auf Netzwerk und klicken mit der rechten Maustaste drauf und sagen Netzlaufwerk verbinden. Die Prämisse ist natürlich, dass sich hier unter Netzwerke die Rechner schon miteinander sehen. Also das heißt, damit Ihr Laptop diesen anderen Rechner sieht, auf dem das Wabi Profi 3 Verzeichnis freigegeben ist. Das ist natürlich die Prämisse. So, dann sage ich hier Rechtsklick drauf und sage Netzlaufwerk verbinden. Nun kann ich auf Durchsuchen gehen. Kann mich auf den Zielrechner bewegen und hier sehen wir nun unser neu freigegebenes Verzeichnis, dieses Wabi Profi 3.2. Das klicke ich an und sage OK. Das Häkchen wäre wichtig, Verbindung bei Anmeldung wiederherstellen. Und hier weisen Sie dem Ganzen einen Laufwerkbuchstaben zu. Ich würde Ihnen empfehlen W. W steht für Wabi Profi. So kann man es sich vielleicht leicht merken. Fertigstellen. Nun sollte sich der Explorer öffnen und Sie sollten nun mit dem neu verbundenen oder neu eingerichteten Netzwerklaufwerk W verbunden sein. Wenn es hier angezeigt wird, alles wunderbar. So, jetzt haben wir schon die Verbindung von einem PC zum anderen. Nun würde ich Ihnen empfehlen, in Ihren Virenscanner, und dazu beschäftigen Sie sich bitte mit Ihren Virenscanner, weil ich leider nicht auswendig weiß, wie es GData, Avira, Avast und wie sie alle heißen machen. Sie müssen eine sogenannte Ausnahme hinterlegen. Und zwar am Hauptrechner gehen Sie auf Einstellungen und beim Norton heißt es aus Scans auszuschließende Elemente und aus Auto Protect Sonar auszuschließende Elemente. In beiden Kategorien legen Sie eine Ausnahme an, indem Sie sagen, Sie wollen etwas hinzufügen. Und zwar, ich will einen Ordner hinzufügen und nun wählen Sie Ihr Installationsverzeichnis aus. In unserem Beispiel ist es das Laufwerk G. Und hier das Wabi Profi 3 Verzeichnis. Wenn Ihr Virenscanner es zulässt, sagen Sie mit Unterordnern. Das heißt, prüfe es nicht. Wunderbar. Übernehmen. Okay. Das gleiche machen wir auch im Sonar. Das Sonar ist quasi die Früherkennung. Dass er sagt, okay, ich überwache alles, was dich so bewegt. Ist ja gut, aber in dem Sinn bitte Ausnahme anlegen, dass Sie sagen, hey, du musst dich bei jedem Verkauf prüfen, ob dieser Verkauf eventuell ein Virus sein könnte. So im Klartext. Hier legen wir wieder auch eine Ausnahme an für das Installationsverzeichnis, sagen OK, auf Übernehmen und wieder auf OK. Das ist das, was Sie auf jeden Rechner machen, auf dem Sie Wabi Profi 3 installiert haben.
Denn die Installationen sind immer lokal. Also das heißt, Sie müssen das Programm auf jeden Rechner, mit dem Sie oder auf dem Sie mit Wabi arbeiten wollen, auch Wabi installieren. Also das ist wichtig. Und das ist jetzt der Vorgang, den Sie im Virenscanner auf allen Rechnern machen. Am Client, und zwar jetzt nur am Client, sagen Sie, pass mal auf, also das heißt, die Clients, die auf unser verbundenes Laufwerk W hier verweisen, sagen wir, pass mal auf, du lieber Virenscanner, du brauchst auch unser Netzwerklaufwerk nicht prüfen. Deswegen sagen wir hier hinzufügen, Ordner, wir sagen öffnen und wählen nun unser zuvor zugeordnetes Laufwerk W aus und sagen okay. So, ja, das wollen wir. So, und jetzt haben wir unser gemapptes Laufwerk, dieses W, freigegeben und sagen im Virenscanner nicht prüfen. Aber wie gesagt, nur an den Clients. Das gleiche machen wir im Sonare natürlich auch. Hinzufügen, Ordner und unser Laufwerk W. Ja. Wenn wir das getan haben, haben wir von Hardware-Seite schon vieles erledigt. Wir haben unsere Wabi überall installiert, wir haben es am Server freigegeben, wir haben an den Clients das Mapping zum freigegebenen Verzeichnis auf dem Server hergestellt und zu guter Letzt haben wir nun in unseren Virenscanner gesagt, er soll standardmäßig das Wabi Profi 3 Verzeichnis in Ruhe lassen auf allen Rechnern und auf den kleinen Rechnern haben wir den Virenscanner gesagt, lass unser gemapptes Laufwerk in Ruhe. So, nun sind wir soweit, dass wir Wabi Profi 3 eigentlich starten können. So, und das machen wir jetzt auch. Wir starten unser Wabi am Server. Vielleicht habe ich jetzt vergessen zu erwähnen. Ah ja, egal. Nee, ist nicht egal. Wer das kennt oder wer schon einige Videos angeschaut hat, der weiß. Mir fallen dann oftmals wichtige Dinge dazwischen ein, die man vielleicht vergessen hat zu sagen. Aber das ist halt real, das ist Echtzeit und das ist halt das Leben. So, ich schiebe jetzt mal das Fenster auf die Seite. Wenn Sie das Programm starten, also am Hauptrechner das erste Mal, oder wenn Sie sagen, ich muss jetzt dementsprechend natürlich auch meinem Programm mitteilen, dass es die ganzen Client kennt, dann müssen Sie das Programm natürlich Rechtsklick als Administrator starten. Okay? Das müssen Sie da auch dann tun, wenn Sie einen Versionswechsel durchführen oder eine Freischaltung durchführen. In unserem Beispiel hier habe ich das schon vorher gemacht, das haben Sie gar nicht mitbekommen. Und wir müssen natürlich jetzt sagen, über Lizenz, Freischalten, Versionswechsel, und hier müssen Sie das einstellen, was Sie erworben haben. Sie sagen zum Beispiel, ich habe eine Kaufversion oder einen Wartungsvertrag, je nachdem, was Sie haben, mit der Anzahl Ihrer Lizenzen. Haben Sie keine Netzwerkversion, dann muss hier 1 drin stehen bleiben. Wenn die aber sagen, ich habe 2 Clients dazu gekauft, dann steht natürlich 3 drin, also ein Server, 2 Clients. Immer das einstellen, was Sie erworben haben. Zugleich erhalten Sie hier unten bei Anzahl Kassen die gleiche Anzahl der Kassen zur Verfügung, wie Sie Netzwerklizenzen haben. Soweit so gut. Unter den optionalen Modulen stellen Sie das ein, was Sie erworben haben. Bitte nicht einfach irgendwas dazu buchen, wenn Sie sagen, das will ich gar nicht, denn es kann sein, dass manche Dinge natürlich kostenpflichtig sind. Wenn Sie sagen, ich will jetzt irgendwas plötzlich dazu haben, was Sie vorher nicht hatten, dann ist es ein kostenpflichtiges Modul und würde dann, wie in diesem Beispiel, die Dokumentenverwaltung 35 Euro netto kosten. Aber kein Problem. Machen wir einfach weiter. Nun klicken Sie auf Übernehmen, sagen, ich will den Versionswechsel durchführen und müssen danach das Programm erneut starten. Das machen wir jetzt. Wir starten das Programm erneut als Administrator. Wie gesagt, das ist eine komplette Anleitung, wie Sie es richtig machen im Netzwerkbetrieb. Das geht jetzt ja nicht auf Details großartig ein, sondern hier wirklich zeige ich Ihnen den Right Way, den richtigen Weg und... So, also das heißt, wir haben nun unsere Freischaltung für uns und die Freischaltnummer fordern Sie an. Wenn Sie per Internet hier angeschlossen sind, indem Sie Ihre Freischaltnummer per E-Mail anfordern, klicken. Und wenn Sie nicht, also keinen Internetanschluss haben, dann klicken Sie Ihre Freischaltnummer anfordern, tragen hier nun Ihre Adressdaten ein und klicken auf OK und weiter. Nun wird Ihnen die Freischaltung ausgedruckt, also das heißt die Übermittlung der Identifikationsnummer, die individuell ist, die Sie uns dann bitte per Fax übermitteln. Wenn Sie per E-Mail oder wenn der Rechner online ist, wird automatisch hier eine E-Mail per SMTP zu uns geschickt. Und jetzt erhalten wir Ihre Freischaltung und aufgrund dieser übermittelten Freischaltnummer senden wir Ihnen dann Ihren persönlichen Freischaltcode zurück. Solange Sie ihn nicht haben, klicken Sie einfach auf Weiter.
Wir sind an dieser Stelle immer noch auf unseren Server, also sprich auf unseren Hauptrechner. Nun loggen wir uns ein. Was Sie nun tun müssen, Sie müssen auf dem Hauptrechner in den Systemeinstellungen hinterlegen. So, ich schiebe das mal darüber. Und in der Karteikarte Verkauf, wie viele Kassen Sie denn haben. Wir haben in unserem Beispiel 3 Lizenzen gerade erworben. Und demzufolge stellen Sie auch bitte das hier ein, das heißt die Anzahl Ihrer erworbenen Lizenzen. Nun können Sie Ihre Kassen benennen, indem Sie hier sagen, meine Kasse 1 heißt Kasse 1, was weiß ich, Kasse Laden, drücke mal Enter, dann sage ich hier Kasse Theke und so weiter, Sie wissen, was ich meine, drücke wieder Enter. Das heißt, hier können Sie Ihre Kassen benennen. Soweit, so gut. Was Sie nun tun müssen, damit das Netzwerk funktioniert, Sie müssen auf Verhalten und Optik gehen, das müssen Sie auf jeden Rechner machen. Das Einstellen oder das Hinterlegen der Grundeinstellungen mit der Anzahl der Kassen müssen Sie nur am Hauptrechner, sprich am Server, tun. Also Verhalten und Optik. Nun gehen wir hier ganz unten auf den Button Standardkasse dieser Arbeitsstation. Hier hinterlegen Sie dementsprechend, um welche Kasse es sich an diesem Arbeitsplatz handelt oder welche Kasse Sie standardmäßig an diesem Arbeitsplatz betreiben wollen. Wir sagen Kasse Laden. So, und nun können wir hier schon quasi in den Verkauf hineingehen und wir sehen auch hier, dass ganz oben in der Titelleiste Verkauf Kasse Laden. Das heißt, WabiProfi weiß, aha, die Kasse, die wir hier benutzen, heißt einfach Kasse Laden. Und diese Einstellungen müssen Sie, da möchte ich nochmal darauf verweisen, auf jeden Rechner tun. Das heißt, auf den Clients starten Sie das Programm ebenso und sagen, pass mal auf, meine angeschlossene Kasse oder die Kasse, die ich an dieser Station verwenden will, unter Verhalten und Optik, muss ich hier benennen. Das heißt, oder müssen Sie hier auswählen. Dann sagen wir hier, wir klicken es an und wählen dann unsere Kasse aus. So, ich habe jetzt mal WabiProfi 3 auf diesen Rechner gestartet und ich tue jetzt einfach mal so, als ob diese zweite Instanz unserer WabiProfi 3 Version jetzt der Client wäre. So, wir starten ganz normal nun den Client. Der Client ist jetzt blau, einfach damit wir es visuell auseinanderhalten können und der Server ist jetzt dieses, ja, grün. So. Am Client, was müssen wir tun? Wenn wir das Programm oder wenn Sie am Client das erste Mal das Programm starten, will er ja wissen, ob er die Beispieldateien laden soll oder im Echtzeitbetrieb arbeiten soll. Am Client sagen Sie, lade die Beispieldateien. Dann haben Sie als Verkäufer den Max Mustermann und so weiter. Alles gut, brauchen sich keine Sorgen machen. Okay, dann haben Sie das Programm gestartet. Sie gehen auf Administration, Systemeinstellungen und weisen nun diesen angeschlossenen Client in der Karteikarte Hardware, Netzwerk, auf Durchsuchen, wählen Sie nun unser freigegebenes W-Verzeichnis, weil der Client weiß ja, wir haben zum Server das gemappte Laufwerk W. Wir klicken W an und sagen OK. Das kann natürlich X oder Y sein, egal. So, nun sagt WabiProfi 3, hey, wir müssen das Programm neu starten. Dann tun wir es halt. Wenn sich der Client das erste Mal mit dem Netzwerk verbindet, sagt er, hey, gib mir mal einen Namen. Das heißt, Sie müssen das Kind jetzt taufen. Ja, ich versuche es immer einfach auszudrücken. Wir sagen einfach mal Client 1, ist doch wurscht. Client 1, was weiß ich, Laden, nee, Theke, machen wir so. Egal was, da können Sie reinschreiben, was Sie wollen. Das ist einfach für Sie nur ein Zeichen, aha, der Client hat sich jetzt mit unserem Hauptrechner verbunden. Cool. Auch der Client überprüft, ob die Freischaltung schon durchgeführt wurde. Der schaut am Server nach, ist die Freischaltung durchgeführt und wenn nicht, dann sagt er, hey, kannst du auch bei mir eingeben. Wir haben noch keine, wir sagen einfach weiter. So, und jetzt wird es interessant. Und das Ganze machen wir jetzt auch. So, wir loggen uns ein. Wir nehmen unseren Max Mustermann. So, und wir sind jetzt auf unserem Client. So, jetzt könnte sagen, ja, der Müller kann viel erzählen, richtig. Ich gehe jetzt hier auf unseren Hauptrechner im Artikelstamm. So. Und ich gehe jetzt unseren... Oder machen wir es so, wir schauen uns erstmal hier den Artikelstamm an. Wir haben hier den Testartikel 1, okay? So, und jetzt gehen wir auf unseren Server in den Artikelstamm und machen hier unseren Testartikel -11. Speichern das Ganze ab. Als Beweis, unsere Artikel Nummer 1 heißt jetzt nicht Test 1, sondern Test-11. Wir gehen auf unseren Client und wir sehen nun, dass die... Okay. Also, wir wissen, der Client, der hat sich jetzt mit dem Server verbunden. Zurück am Server. So,
Was müssen wir nun am Client tun? Wenn wir oder wenn Sie jetzt hergehen, sagen, ich gehe jetzt einfach am Hauptrechner, sprich am Server in die Kasse. Hier sind wir in der Kasse laden. Wir machen das gleiche jetzt am Client auch. Dann sagt er ja zu Recht, hey, die Standardkasse wird bereits benutzt. Wollen wir eine andere Kasse wählen oder wollen wir da abbrechen? Was heißt das? Er sagt ganz einfach, pass mal auf, die Kasse, die wir hier verwenden wollen, ist bereits in Benutzung und es geht nicht. Wir sagen Vorgang abbrechen. Und da, ich zeige Ihnen mal, was da passiert. Das ist nämlich ganz lustig. Nee, er verweigert es. Cool, ist einmal frei. Also, Systemeinstellungen. Verkauf, Verhalten und Optik. Hier müssen wir nun sagen, pass mal auf, ich bin die Theke. Wenn wir jetzt Folgendes machen, wenn wir jetzt in die Kasse hineingehen, ist es kein Problem für ihn. Er sagt, ich brauche einen neuen Umsatztag, soweit so gut. Und wir sind jetzt nun hier im Verkauf Kasse Theke. Und hier am Server sind wir im Verkauf Kasse Laden. Wenn ich hier unsere Damenhose einbuche, nur mal als Beispiel, um zu sehen, damit es im Netzwerk auch funktioniert, ich den Verkauf parke, sollten wir nun am Client hier die Option haben, Verkauf holen. Wir sehen, dass wir hier unsere Damenhose, also dass wir einen freigegebenen Verkauf im Netzwerk haben, den wir nun an jede beliebige Kasse reinholen könnten. Ich denke mal, dass wir nun die Grundproblematik oder dass Sie die Grundstrukturen dessen mit Sicherheit nun verstanden haben. Und wenn Sie nach dieser Anleitung gehen, wird Ihnen das Einrichten eines Netzwerks echt ganz einfach gelingen. Vielleicht zu guter Letzt, was eigentlich klar sein sollte, Sie sollten in den Systemeinstellungen auf jeden Rechner unter Verhalten und Optik hier die Standardkasse definieren, aber bitte nicht zweimal definieren. Das heißt, wenn Sie sagen, der eine Client ist die Kasse Theke und der nächste Client ist auch wieder die Kasse Theke, dann kommt genau diese Meldung, dass die Standardkasse ja schon in Benutzung ist. Also bitte sowas vermeiden und wirklich jeden Client eine separate Kasse zuweisen. Dann ist alles gut und dann können Sie wunderbar mit Wabi Profi 3 im Netzwerk arbeiten. Bis bald. Tschüss.